Wie lange hält diese Fed-Rally, die wir gestern gesehen haben? Warum steigt Gold auf Allzeithoch? Warum steigt Bitcoin? Ich möchte ausdrücklich betonen, dass Bitcoin gestiegen ist gestern. Warum passiert all das? Warum sehen wir, dass die Zinskurve weiter sich entinvertiert? Warum sehen wir latent steigende Renditen trotz einer großen Zinssenkung durch die Fed? Passt irgendwie alles nicht so zusammen? Die Antwort ist, die Märkte denken oder die Wall Street denkt, ja, die Fed wird mit diesem Zinsschritt die Aktienmärkte retten, das wird eine Rezession verhindern. Die Anleihemärkte und andere Märkte wie Gold sagen, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr seid ein nackter Kaiser bei der US-Notenbank, denn was ihr faktisch erreichen werdet, ist eine Stagflation. Ihr habt die Inflation für besiegt erklärt, genau das wird aber nicht passieren. Denn mit dieser Lockerung, mit den Signalen, die die US-Notenbank gibt, wird eben die Nachfrage wieder angeheizt, wird all das sozusagen wieder animiert, was einer der zentralen Treiber der vorherigen Inflation war. Klar, damals auch Lieferengpässe in Folge von Corona, aber wir haben ja auch diese Entglobalisierungsprozesse, die auch wieder zu Lieferengpässen führen können. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier sehen wir zunächst mal den Glauben, die Fed habe alle unter Kontrolle. Dann sehen wir solche Aussagen wie von JP Morgan. Ja, in den letzten 40 Jahren, immer wenn die Fed 1% unter dem Allzeithoch des S&P 500 die Zinsen gesenkt hat, dann ist es nach oben gegangen, 12 der letzten 12 Male. Also wird es diesmal auch so sein. Dann Joe Biden gestern, ja, der Zinssenkungsschritt der Fed sei doch eine Bestätigung, wie stark die Wirtschaft ist. Daraufhin Rabobank, echt? Wenn das so ist, dann wäre ja eine Zinssenkung um 75 Basispunkte praktisch ein Ausweis einer boomenden Wirtschaft. Das klingt ein bisschen wie George Orwells 1984, sehr kritisch die Rabobank, da hat man durchaus auch Humor, aber insgesamt sehen wir sehen hier den Versuch eines Ausbruchs des US-Leitindex S&P 500 auf ein neues Allzeithoch mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter, alles super bullisch, oder aber auf der anderen Seite sehen wir, dass nach großen Zinsschritten, die letzten beiden großen Zinsschritte, die wir gesehen haben als Beginn eines Zinssenkungszyklus, nämlich 2.1 und 2.7, dass es da auch eine Rallye gab, und zwar gar keine schlechte, aber dann die Performance ein sehr längerer nicht so besonders war. Hier sehen wir nochmal 2007 und 2024, ich weiß, andere Strukturen, anderer Vergleich. Und wir werden wahrscheinlich diesmal nicht wegen dem Immobilienmarkt ein Problem bekommen, sondern das wird irgendetwas anderes sein, ein externer Schock, vielleicht geopolitisch, wir werden sehen. Jedenfalls 2007 waren wir unter dem Allzeithoch, dann kam diese große Zinssenkung, dann das Allzeithoch. Hier sehen wir eine ähnliche Struktur, auch was im Vorfeld passiert ist. Ich hatte mehrfach schon darauf hingewiesen. Interessant übrigens auch dieser Zuwachs an den Kreditmärkten, Total Credit Market Debt, also wie schaut es da aus? Und da haben wir eine deutliche Verlangsamung, einen deutlichen Rückgang des Wachstums gesehen, und zu erwarten ist, dass das Ganze weitergeht und dann eben in einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaft fungiert. Aber das interessiert die Aktienmärkte erstmal nicht. Die sagen, hurra, die Fed hat die Zinsen gesenkt mit diesem großen Schritt. Vielleicht auch der heutige Verfall irgendwie eine Rolle gespielt. Hier sehen wir vor allem Nasdaq deutlich im Plus, aber interessant ist, dass zum Beispiel die große Bewegung, die faktisch dann ja im Vorfeld der Wall Street Eröffnung stattgefunden hat, dass das unter dünnsten Volumen passiert ist mit beim S&P 500 Future. Da hat man gerade mal knapp 300.000 Kontrakte bewegt und der Index ist 1,56% gestiegen zwischen Kassaeröffnung, also 15:30 deutscher Zeit, und kurz vor Kassaschluss. Oder beziehungsweise sogar nach Kassaschluss haben wir gesehen, dass der S&P 500 6 Punkte dann wieder zurückgekommen ist, und das bei 1,194 Millionen Kontrakten. Also mit anderen Worten, man hat vorbörslich unter dünnsten Volumen die ganze Geschichte nach oben gezogen, hat ja in Asien begonnen, Dollar-Yen ist stärker geworden nach der Zinssenkung, daraufhin der Nikkei nach oben geschossen. Also da
hatte man vielleicht das eine oder andere Interesse und der Nasdaq ist dann gestern genau an diese Trendlinie respektive diesen Widerstand gelaufen, den wir hier lokalisieren, so im Bereich 18.920 um und bei. Wir sehen unten die Marktbreite, Advanced Decline Linie, sehr anständig. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur Tech mitmacht, aber wir haben auf der anderen Seite eben, wie Sven Henrik gezeigt, im S&P 500 eine negative Divergenz im RSI. Und das hat sowohl die Tops 2020, 2022 als auch den Boden als positive Divergenz 2022 angezeigt. Die Stimmung ist Euphoria. Wir haben 67 jetzt beim Fear and Greed Index, gierigste Stimmung seit April. Wir haben auf der anderen Seite den Bull-Bear Spread jetzt mit 30, also den höchsten Wert, den wir eigentlich sonst normalerweise so erreichen oder mit einem der höchsten Werte, wieder über 50, knapp über 50% Bullen, die Bären sind deutlich weniger geworden, also euphorische Stimmung und das alles ja noch vor, oder diese Zahlen, dieser Bull-Bear-Spread, ich zeige es noch einmal, okay, da ist es, das ist vor der FED-Entscheidung abgeschlossen worden, das heißt, das dürfte jetzt natürlich nochmal no bullish sein. Jetzt haben wir heute den großen Verfall. Was wird da passieren? Vielleicht gar nichts. Meistens ist ja am eigentlichen Verfallstag dann gar nicht mehr so viel los. Das passiert meist im Vorfeld. Und jetzt nochmal zur Frage, warum eigentlich die Anleihenmärkte irgendwie anders reagieren. Und hier sagt ein Bond-Investor oder ein Analytiker, also passt auf, die Anleihenmärkte halten das gar nicht für so dovish, was die Fed hier gemacht hat und führen hier einige Punkte auf. Da hat man zum Beispiel auch seitens der Fed, was so ein bisschen untergegangen ist, das Quantitative Tightening, das Ende des Quantitative Tightening weiter nach hinten geschoben. Man hat die Longer Run Median Dot Plots, also praktisch die langfristige Erwartung des Zinssatzes, ein bisschen nach oben genommen. Man hat gleichzeitig signalisiert, ja, also 0,5 ist nicht das neue Normal. Wahrscheinlich musste Powell diesen Kompromiss auch eingehen mit anderen Fed-Mitgliedern, die ein bisschen hawkischer sind, um überhaupt diesen 0,5er-Schritt jetzt durchzukriegen. Sonst hätten Waller und Bostic wahrscheinlich gesagt, nee, das ist uns zu krass, was ihr hier macht und nicht nur Bowman. Also es gibt hier einige Gründe, warum das vielleicht gar nicht so dovish war, wie die Märkte das eigentlich wahrgenommen haben. Und ein anderer Grund könnte eben sein, dass hier die Märkte erwarten, nicht nur, dass vielleicht die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt, wie CNBC hier titelt, sondern dass man eben die Abkehr von der strikten Inflationsbekämpfung, die man jetzt für beendet erklärt hat, letztendlich die Inflationsrisiken wieder nach oben bringt. Und hier sehen wir mal diese Divergenz zwischen zum Beispiel jetzt dem Nasdaq und den Anleihemärkten, respektive der Anleiherendite. Hier sehen wir, dass die Anleiherendite wieder gestiegen ist. Normalerweise ist das Verhältnis ja so gewesen, wenn Renditen steigen, fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Also da sehen wir eine gewisse Entkopplung und hier diese Zinskurve entinvertiert, positiv jetzt die 2- und die 10-jährige. So viel wie seit Juni 22 nicht mehr. Und nochmal die History, dass das meistens der Beginn einer wirtschaftlich schlechten Zeit war. Hier sehen wir das nochmal. Covid, Housing Bust, Tech Bubble Bust und so weiter. Also da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das heißt, wir bekommen diese Warnsignale über die Wirtschaft vom Anleihemarkt und wir bekommen auch bei den Frühindikatoren Warnsignale. August, gestern die Frühindikatoren wieder mal gefallen, Lay. Damit ist jetzt offiziell dieses Rezessionssignal getriggert worden, wie man hier sagt beim Conference Board, die Daten erhebt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Beginn eines wirklichen Stressmoments für die Märkte dann passiert, wenn die Junkbond-Renditen nach oben gehen, also die Risikoprämien für hochrentierliche, weil gefährliche Unternehmensanleihen, könnte man sagen. All das ist bisher noch nicht passiert. Im Gegenteil, die sind noch ganz entspannt. Auf der anderen Seite haben wir gestern die Zahlen von FedEx gesehen, ja wirklich ein global agierender Logistiker. Die waren sehr, sehr schwach durch die Bank sozusagen. Die
Erwartungen verfehlt, die Guidance, also den Ausblick nach unten genommen. Jim Cramer hat ja gesagt, das ist eine tolle Aktie, die man unbedingt halten sollte. Die war 8 Tage vorher gestiegen und gestern dann der Move nach unten. Wells Fargo sagt, ja, kauft diese Rallye nicht, denn die Fundamentaldaten supporten das nicht. Und da hat man vielleicht einen Punkt und erwartet, dass der S&P 500 das Jahr bei 5200 Punkten beendet. Hier sehen wir nochmal die Valuations. Und zwar auf Basis dessen, was man erwartet. Und die Erwartungen sind riesig und haben mit einer Rezession nichts zu tun, sondern sind sehr optimistisch. Und selbst bei diesen optimistischen Annahmen wären S&P und vor allem Nasdaq weit teurer als in den letzten 10 Jahren, als ja ohnehin der Markt schon sehr viel teurer geworden ist, was die Bewertung betrifft. Also da sehen wir, vieles ist eingepreist, saisonal könnte es jetzt auch schwieriger werden. Das letzte Hurra, das wir hier gesehen haben, Fragezeichen, oder geht diese Rallye ungebrochen weiter? Jedenfalls die Financial Conditions, die werden immer lockerer. Das wiederum ist die Voraussetzung für die Reflation, also für den Wiederanstieg eben von Preisen. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass genau das eigentlich positiv sein müsste für Rohstoffe. Wir sehen auf der anderen Seite, dass laut der Umfrage der Bank of America die großen Dickfische so wenig investiert sind in Rohstoffen wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und kommen wir nochmal nach Asia. Da haben wir, die Bank of Japan hat jetzt die Zinsen unverändert gelassen und damit nicht auf die Inflation reagiert, die ja immer weiter nach oben geht in Japan oder gegangen ist in Japan. China hat jetzt gesagt, okay, uns geht so die Muffe in Sachen Immobilienmarkt, dass wir jetzt bestimmte Restriktionen vielleicht aufheben, den sogenannten Huku. Das ist praktisch die Erlaubnis, sich irgendwo anzusiedeln, die man in China braucht. Ohne die geht's nicht. Und da sagt man, okay, wenn ihr irgendwo aus einer anderen Stadt seid, könnt ihr trotzdem in Shanghai und Peking eine Immobilie kaufen. Damit will man die ganze Geschichte ein bisschen stimulieren. Und apropos China, hier sehen wir, Mercedes senkte wegen China den Ausblick. Gewinneinbruch, der nächste Schlag im Prinzip für die deutsche Autoindustrie. Und da hatten wir schon BMW, da hatten wir Volkswagen, jetzt kommt die Mercedes, jetzt kommt wieder mal China. Das Ganze also wiederholt sich scheinbar. Genauere Informationen, was der Mercedes hier letztendlich sagt, warum die ganze Geschichte so schwierig ist, warum das Desaster so groß ist. Die Aktie schwer unter Druck. Heute erfahren Sie hier erste Empfehlung und die zweite Empfehlung nochmal DAX, der vielleicht wegen Mercedes erstmal schwächer in den Tag gestartet ist, nachdem wir gestern wunderbare Headlines gesehen haben. DAX erreicht Allzeithoch über 19.000 Punkten am Hexensabbat. Kommen heute Gewinnmitnahmen nach dem Rekordtief. Schauen Sie da einmal rein, gerne weiterempfehlen. Jetzt sage ich Servus, ciao.